Hi. Heute mal was für die Autoküche. Ich sehe öfters mal, dass die Leute immer Bohnen mit Speck machen. Und ich denke mir, da kann man auch was anderes kochen. Da habe ich mir was rausgesucht aus der rheinischen Küche. Und das wäre Bohnen mit Speck. Fangen wir an. Also zuerst nehme ich mal einen richtig schönen leckeren Speck. Ja. Der ist doch ein bisschen grobschlächtig, wie man sieht. Also mache ich ihn etwas kleiner. So, und dann brate ich jetzt erstmal den Speck an. Der darf dabei übrigens ruhig etwas braun werden und ein bisschen anbrutzeln, das ist okay. So, ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Ich hoffe, man kann gut sehen, wie das Fett langsam aus dem Speck austritt und sich hier in dem Topf verteilt. So, als Bohnen nehme ich nicht rote Bohnen oder Kidneybohnen oder sonstige Bohnen, sondern ich nehme junge, dicke Bohnen. So, und die kommen jetzt da rein. Kommt man nicht durch. Kleiner Trick. Das ist jetzt schön von mir. Also in der Regel sagt man immer, man sollte diese
die Flüssigkeit, in der sich die Bohnen befinden, abgießen. Aber ich halte davon nicht viel, weil die Bohnen ein bisschen ausgespült werden von ihrem Geschmack durch den Saft, in dem die sich befinden. Und dadurch, dass ich die mit eingieße, bleiben die dem erhalten. Das ist übrigens ein MSA Cookpot, also ein MSA Kochtopf. Und das ist hier ein Optimus Titanium Spork. Dieses Gericht heißt übrigens dicke Bunne mit Speck und ist ein rheinisches Gericht, ein schnelles Gericht. Es ist sehr sättigend und nahrhaft. Viel Proteine durch den Speck und mehr kettige oder mehr verzweigte Kohlenhydrate durch die Bohnen. Also im Prinzip sehr gesund. Aber sind ja noch nicht fertig mit dem, was da reinkommt. Übrigens relativ witzig zu beobachten gerade, ist unten ein Pizzadienst, der anhält, egal wie lecker auch eine Pizza schmecken mag. Ich bevorzuge dann lieber sowas ausgemacht. Muss ich ein bisschen die Flamme runterdrehen, bevor mir das Ganze zerkocht. Jetzt kommt dazu Weizenmehl. Der Sinn übrigens beim Kochen der Bohnen ist, dass sie auch ein bisschen verkochen, das heißt, dass sie weich werden. Das gehört zu diesem Rezept dazu.
muss ich jetzt ein bisschen ziehen lassen. Was man nicht vergessen darf, diesem Gericht zuzufügen, ist Bohnenkraut. Wirklich sehr lecker und schmeckt wirklich sehr deftig, ist extrem sättigend, nahrhaft und mal was anderes als immer die roten Bohnen, die man so, die sonst so im Wandel kocht, wie zum Beispiel Daniel Overkill aus der Gruppe Bushcraft Beyond Survival. Ich weiß jetzt den Namen von ihm nicht mehr auf YouTube, aber der klingt immer so ein bisschen wie der Dennis aus dem Radio, der immer anruft. Daniel oder Dennis, koch das mal. Schmeckt zehnmal besser. Also, kocht's nach. Guten Appetit.